zornig sein und nicht, dass das jetzt alles vollkommen weg ist, aber ich habe da wirklich einen Weg gefunden, mehr auf mich zu achten, mal nach innen zu lauschen und nicht einfach nur so reagieren und agieren, wie man das sonst so macht, sondern mir ein wenig Zeit zu nehmen und nach innen zu schauen. Und ich habe dabei auch was ganz Besonderes gefunden. Das ist der Königsweg. Und allein schon das Wort König gefällt mir sehr gut, weil schon die Kinder, die spielen gerne König und dann richten sie sich gleich ganz anders auf. Und so ist es auch für uns ein inneres Aufrichten, ein inneres Königsein, wieder Meisterschaft über sich selbst zu gewinnen, Meisterschaft über seine Gedanken, seine Gefühle und letztendlich auch über sein Leben. So, das ist der Königsweg oder Raja Yoga, den ich schon seit längerer Zeit begehe, mit Freude. Und ja, du sagtest vorhin Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, weil man ist mitten in der Welt. Es ist kein Sannyasitum, also wo man rausgeht aus der Welt und in den Wäldern lebt, wie die Wandermönche Indiens, sondern das nach innen gehen geschieht mittendrin. Man übt es zwar, wo man für sich alleine ist, und probiert das aus, wie fühlt sich das an, wieder diesen inneren König zu fühlen, die innere Ruhe dabei zu spüren. Aber wichtig ist es vor allem auch in der Interaktion mit anderen. Wie gehe ich mit anderen um? Was mache ich, wenn plötzlich irgendwas vor meinen Augen geschieht? Wie gehe ich damit um? Also es ist nicht nur, wenn ich im stillen Kämmerlein schön vor mich hin meditiere, das ist gut, das ist der Anfang, man muss es ausprobieren und experimentieren, aber dann kommt es auch darauf an, mich zu erinnern, wenn ich mitten im Trubel bin. Für mich, was ich unterstreichen wollte, ist nicht so, dass innere Ruhe und Gelassenheit was komisch ist oder nur für die Religion, sondern das ist Kunst des Lebens und es ist eine große Leistung, das zu erreichen. Und deswegen ist es auch mitten im Leben. Und warum ist es mitten im Leben? Auch denke ich, dass die Leute, die zu dir kommen, die du auch beraten hast oder geholfen hast, in dem Bereich des Lebens, wer Sportler ist, kann nicht überdreht sein. Kurz vor dem Start muss er in die Stille kommen. Ja. Derjenige, der etwas mit dem Körper hat, wenn er in die Stille geht, dann erkennt er Ursachen oder kann sich selbst helfen. Der Künstler sowieso, wenn er auf die Bühne geht, wenn er innerlich nicht still ist, dann ist er ein Mentales und bekommt er nicht die Aufmerksamkeit, die er eigentlich braucht. Ne? Und so weiter. Das heißt, innere Ruhe und Gelassenheit hat etwas mit tägliches Leben zu tun und Anwendung sowohl auch eben auch in der Wirtschaft. Wer nicht aufmerksam ist oder innen zu viel Lärm ist, bekommt er nicht mit, was die Konkurrenz macht, oder bekommt er nicht mit, was die beste Farben sind, die beste Produkte, die beste Ideen, um die Menschen zu dienen. Ne? Ja. Das jetzt einfach nur, um zu unterstreichen, wie wichtig dieses Thema ist. Ja, das stimmt. Das heißt eigentlich, egal in welchem Gebiet man sich befindet, egal was man macht, ob man, wie ich früher, mit Kindern arbeitet oder im Sport oder auch Kunst, ich habe auch Bilder gemalt, es ist immer diese Kraft der Konzentration oder dieses bei sich bleiben, das ist in der Tat sehr enorm wichtig. Und du sprachst auch von dem inneren Lärm. Und darum dreht sich es auch. Das eine ist der äußere Lärm. Aber was ist mit dem inneren Lärm? Ich kann hier schön still sitzen und sieht von außen ganz ruhig aus, aber innen rattert's und rattert's und rattert's. Ich denke an alles Mögliche. Und deswegen ist so einer der ersten Ansätze auch, so mal den inneren Lärm sich überhaupt mal anzuschauen.
und damit etwas zu machen, weil außen, gut, ist sowieso auch Lärm da und außen kann ich auch nicht immer Ruhe bestellen, außer ich gehe in die Natur. Aber da kann es auch sein, dass dann plötzlich irgendwo eine Kreissäge auftaucht und dann ist es wieder dahin mit meiner inneren Ruhe. Das heißt, ich muss nicht unbedingt abhängig sein von dem, was außen ist. Wir lieben die Natur und gehen gerne raus. Aber warum lieben wir das? Das ist ein bisschen ein Spiegel von unserer inneren Natur. Die habe ich immer bei mir. Ich werde also nicht abhängig, wenn mal etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also beobachten, was passiert innerlich, ist schon mal ein erster Schritt. Und im Grunde genommen, wenn der innere Lärm nicht mehr kontrollierbar ist, ist das eine Krankheit, ne? Und man landet in der Psychiatrie, ne? Also es ist wichtig, dieser Gleichgewicht des inneren Lärms. Okay. Schön. Ja, das stimmt. Wie waren deine Entscheidungen in deinem Leben? Wie hast du dich entschieden, dich auf diesem Weg zu machen? Gab es einen bestimmten Moment oder warst du schon so oder gab es etwas, was dich bewogen hat? So, jetzt aber. Ja, ich war schon lange auf einer inneren und äußeren Suche und habe alles Mögliche, vielleicht auch Unmögliche gemacht, um rauszufinden, was für mich das Richtige ist, um in Harmonie zu kommen mit mir und mit anderen. Habe ein bewegtes Leben gehabt mit Kind und Mann und in der Arbeit. Aber ich war, wie gesagt, auch manchmal ärgerlich und manchmal auch traurig. Und habe schon angefangen, innerlich zu suchen, kann ich innerlich irgendwas ändern. Aber es hat alles nicht gereicht. Dann bin ich nach Indien gefahren, zu einem Ashram, weil die Leute sagen, ja, vielleicht braucht man einen Guru oder einen Meister. Da ich gut von mir aus auch das, wenn es das ist, habe das auch gemacht. Aber es hat nicht gereicht. Es fehlte immer noch etwas. Ja, und dann bin ich so auf einen Menschen gestoßen, der Raja Yoga gemacht hat. Und das hat sich gut angefühlt. Und der strahlte auch diese Ruhe aus, diesen Frieden aus. Und ich war damals sehr, ja, ein bisschen skeptisch, weil ich habe viel gelesen und gehört, auch in esoterischen Kreisen. Und wenn das Innen und Außen nicht zusammenstimmte, also irgendwie so ein Davonschweben und nur davon reden, das mochte ich nicht, weil ich war ganz praktisch im Leben und wollte da eine Lösung. Wenn mein temperamentvoller Sohn zurückkam und ich war auch gut temperamentvoll, dann hat es manchmal gekracht. Und dann waren wir beide traurig. Und da wollte ich eine Lösung finden, ob das nicht auch anders geht. Und so habe ich das einfach mal ausprobiert. Und ich habe auch innerlich, ich habe gebetet, ich habe alles, was ich machen konnte, habe ich getan, um irgendwie dahin zu kommen. Also es war so ein innerer Ruf, der mich dann auch außen, der mir außen Zeichen gegeben hat, wo es weitergehen könnte. Und Raja Yoga war so ein bisschen Endpunkt von dem, was ich bis dahin gemacht hatte. Ich hatte schon angefangen, vegetarisch zu leben, das gehört für mich auch dazu. Friedvoll zu sein. Oh, ich mache mal das Telefon aus. Geht gar nicht so einfach. So, jetzt ist es aus. Das Handy mache ich auch gleich aus. Also die Dinge auch nehmen, wie sie kommen, keine Panik. Und jeder kann das sehen, no problem. Das ist so was ganz Praktisches, wo ich früher dann vielleicht auch gedacht habe, oh Gott, das geht doch nicht live. Geht schon. Ja, so habe ich schon ein paar Dinge geändert in meinem Leben, also vorher schon. Aber wie gesagt, der i-Tupfer dann, wo ich dann die Meditation kennengelernt habe, wo es sich darum dreht, die Qualitäten in sich selbst wahrzunehmen und die Werte in sich zu stärken.
und sich auch Kraft von oben zu holen. Und zwar völlig unabhängig, welcher Religion man angehört oder auch nicht. Und das hat mir besonders gut gefallen, dieses freie Erfahren und ungebunden, ohne irgendwelche Dogmen. Also es dreht sich um Erfahrungen. Und das habe ich ausprobiert, weil das ausprobiert habe ich vieles. Und deswegen konnte ich das dann auch gut unterscheiden, ob das im Alltag was hilft oder eben auch nicht. Weil gelesen und gehört habe ich viel und ich lag dann manchmal mit irgendeiner der Bücher in meinem Bett und dachte, ist alles schön, wenn ich es nur umsetzen könnte. Und da habe ich doch praktische Schritte gehen können und konnte Dinge umsetzen, vor allem in der Meditation, die sich, wie gesagt, dann auch in den Alltag automatisch dann reinzieht. Auch vom Bewusstsein, dass man einfach auch anders schaut, dass man, also ich glaube ganz tief an das Gute in jedem. Jeder hat einen guten Kern und damit lebt es allein schon ganz anders, wenn ich in jedem das gute Potenzial sehe und dann selbst, wenn mir was Negatives begegnet, hilft mir das dann, Moment loszulassen, in das eigene Gute zu gehen und dann auch beim anderen wissen, der ist ursprünglich gut. Aber genauso wie ich auch Fehler mache, macht es ein anderer auch. Und ich habe nicht das Recht, mit dem Finger auf den anderen zu schauen, sondern ich kann lernen, bei mir das Positive zu stärken und dann ändert sich auch mein Blick zum anderen. Das hat mir sehr, sehr geholfen, durch die Welt zu gehen. Ich denke, in der Stille, das spürt man, deine Stille, das braucht man nicht in deine Nähe zu sein, auch das spürt man einfach auch so, die Art, wie du sprichst. Und also das ist sichtbar. Und vielleicht die Frage, hast du, ist es dir bewusst, was es mit deinem Körper, welche Auswirkungen auf deinen Körper gehabt hat? Auf die Zellen, ja. Auf die Augen, auf die Leber, auf die, ist dir irgendetwas, erstmal wollte ich noch sagen, kurz, natürlich, wenn man still ist, dann sieht man die Realität. Und wenn ich nach außen diese böse Energie habe, in der Stille sieht man das, was dahinter ist. Ne? Ja. Und in diesem Sinne, das Positive ist für mich die Realität. Ne? Weil ja, einer mag für so, mich auch. So sein, so wie King ja. Kong. Ne? Ja. Da sieht man den Monster ja. außen. Und wenn man still ist, sieht man die Realität. Und die Realität ist immer, ist jemand, der Liebe braucht und nicht den Monster, der nach außen zeigt. Ne? Und dann spricht man das Liebe an und bekommt man auch die Liebe zurück. Ne? Okay, das zu, ja, das stimmt. Zu Positives. Ne? Ich nenne das so, dass durch die Gelassenheit und die Stille die Realität sichtbar ist. Und die Realität ist immer was Schönes, was Wertvolles. Ja. Aber eben die Frage jetzt, wie bewusst ist dir, wie Meditation auf deinen Körper direkt auf bestimmte Körperteile, Organe, Haut, Haare gewirkt hat, ob es dir bewusst ist oder ob du Erkenntnisse hast? Ja, es ist mir, ich denke nicht immer dran, weil es ist auch irgendwo natürlich geworden. Man gewöhnt sich auch an das Schöne, aber das hat ganz gewiss eine Auswirkung auf den Körper auch. Ich hatte zum Beispiel früher hatte ich sehr intensiv Migräne. Genau. Und das ist nicht sofort weggegangen. Aber was sofort sich geändert hat, ich bin völlig anders damit umgegangen. Ich habe das mehr mit einem Abstand sehen können und mich nicht mehr so sehr identifiziert. Und dann auch ganz praktische Sachen. Ich hatte oft Verstopfung, also ganz einfache Sachen. Und alles hat sich geändert. Und ich meine, ich bin jetzt immerhin schon, gehe jetzt auf die 65 sehr bald. Und manche, und ich habe
Klar, der Körper hat seine Erscheinungen und da tut mal hier was weh, mal da was weh. Aber immer wenn es so ist, werde ich doch dann sehr schnell bewusst und dann kann ich bewusst was ändern. Und das gibt auch manchen Hoffnungen. Gerade neulich hat mich jemand gesagt, oh ja, okay, wenn man älter wird, dann wird das auch immer schlechter. Und dann sage ich, okay, im Großen und Ganzen, klar ist das so, der Körper wird nicht jünger. Aber ich glaube nicht daran, dass man nicht was ändern kann. Ne, zum Beispiel, es gab Zeiten, da konnte ich kaum die Treppe hochgehen, weil mir alles wehgetan hat. Und dann habe ich die Zusammenhänge erkannt, wo ich auch seelisch noch was zu reinigen hatte. Und dann hat sich das zum Positiven verändert. Also es hat definitiv auch eine Auswirkung auf den Körper, wobei ich auch verstehe, dass es Einflüsse auch von der Vergangenheit gibt. So, wir sprechen eben auch von Karma. Und wenn etwas auf einen zurückkommt, weil man früher nachlässig war, irgendwas hat sich im Körper manifestiert, aber man kann anders umgehen. Wenn eine Krankheit da ist, kann man trotzdem mehr loslassen von der Identifikation mit der Krankheit. Das finde ich auch schon sehr, sehr hilfreich. Und so ein bisschen wie so ein losgelöster Beobachter sich das anschauen, dem Körper auch Liebe schenken, Achtung schenken. Aber was wir vor allem machen, wir fokussieren uns auf die Seele. Die Seele ist der Meister des Körpers. Die Seele, die denken, fühlen, handeln kann. Und die Seele ist das Licht im Körper. Und das hat auch eine ganze Menge geändert, dass ich wirklich weiß, wenn ich mich konzentriere, wo das Zentrum meiner selbst überhaupt ist, dass ich Seele bin in dem Körper. Und im Sprachgebrauch sagt man, ich habe eine Seele. Aber das ist für mich ein Riesenunterschied geworden, Seele zu sein. Ich bin Seele. Und zwar eine besondere Seele. Und du bist auch eine besondere Seele, eine ganz besondere. Sonst würden wir uns heute nicht begegnen in dieser Weise. Ich benenne das so, es gibt das Jetzt-Jit und das ewige Jit. Und wenn das Jetzt-Jit stärker ist als das Ewige, dann gibt es immer Reibungen und Probleme. Wenn das ewige Jit, das auch den Geist und die Seele ausmacht, erkannt wird und der Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen das Jetzt und das Ewige, dann ist es alles entspannter. Ja. Schön. Du hast einen sehr schönen Namen. Wir sprechen auch von Maya Jeet, also der Besieger von Maya, der Besieger der Illusion zum Beispiel. Und das ist ein sehr schöner Name. Wir gehen auch damit um, in einer gewissen Weise. Und was du jetzt sagst, das Vergängliche oder das ewige Jeet, das eine ist die Seele, wie wir das so sagen würden. Das andere ist halt, wie ich in der physischen Erscheinung gerade jetzt bin. Aber das kann sehr trügerisch sein. Das ist vergänglich. Ich kann da nichts festhalten. Aber das, was ich bin, das ist wirklich ewig. Und wenn man da mal reingeht in die Gefühle, ewig zu sein, dann ist es die Seele. Na, wir zeigen zum Beispiel auch manchmal den Film von Dr. Moody, Leben nach dem Leben. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und da wird das so deutlich, der Unterschied, was du gerade beschreibst, das Vergängliche und das Ewige. Die Seele sieht, okay, da ist der Körper, den ich gerade verlassen habe, ich bin immer noch da, wie geht denn das? Und das kann man in diesen Filmen ganz gut sehen. Das sind Dokumentarfilme. Das sind praktische Erfahrungen von ganz verschiedenen Menschen. Ob das jetzt ein Wissenschaftler ist oder die Hausfrau und völlig verschiedene Situationen sind das, wo immer das Bewusstsein dann klar wird, wow, da gibt es zwei Ebenen. Das eine ist der Körper und das andere ist, dass ich bin, die Seele in dem Körper, die vorübergehend hier wohnt, aber nicht immer. Aber ich bin immer da, die Seele. Ja, für mich, also wir haben jetzt in der letzten, wir haben diese Tempel der organismischen Ermächtigung
einmal im Monat, am Wochenende, und dann kommen Menschen, die sich damit beschäftigen. Und wir haben das letzte Mal schon geübt, das Wesen meines Geistes spricht mit dem Wesen deines Geistes. Ne? Und das heißt, haben wir das, es wurde, ich habe Fragen gestellt, aber nicht ausgesprochen, und der andere hat geantwortet. Ne? Und das war sehr interessant. Ne? So einfach das Wesentliche zu hören. Und es war interessant, dass jeder, wenn er sich darauf einlässt, von Kern zu Kern, von Ewigen zu Ewigen zu sprechen, dass es ein absolutes Luxus ist, ne, den wir uns leisten können. Und nicht irgendeine Sache für Leute, die am Rande der Gesellschaft oder ein bisschen irgendetwas machen. Das ist Kunst des Lebens. Und das ist ein Mensch, ist ein Mensch, wenn er oder sie sich in der Entwicklung auf den Weg macht, sich in Frage stellt, Neues erkennt und neue Wege geht. Ne? Ja, das stimmt. Und eben, und du hast es erfahren mit auch unterschiedlichen Meditationsmethoden. Ne? Ja, Magst du ja. die Meditationen, weil wir haben viele Meditation vorgestellt, viele Organisationen. Magst du das Wesentliche der Meditationstechniken beschreiben oder der Erfahrung, die dir wichtig war, oder das, was du möchtest, über wie sieht das, wie sehen diese Meditationen aus? Wenn das passt jetzt gerade, können wir es auch praktisch machen. Das heißt, ich würde ganz praktisch das, was man innerlich macht, mal laut aussprechen in Form eines Kommentares. Und weil es dreht sich sehr um Gedankenführung und die Gefühle und die Erfahrung abzurufen. Und das können wir auch jetzt praktisch machen, wenn das schon passt. Gerne, ja. Also dann Ja, leitest du jetzt okay. eine Meditation und ich bin jetzt still. Ja, so ein paar Minuten. Vorher dachte ich noch dran, vielleicht eine Musik bereitzustellen. Habe ich jetzt aber auch nicht. Musik ist nicht wichtig, das ist nur ein angenehmer Hintergrund. Ich fange jetzt einfach mal an, selbst in die Stille zu gehen und man kann mitfühlen, mitmachen und ich spreche die Gedanken, die ich innerlich denke, spreche ich jetzt einfach mal laut aus, weil es dreht sich sehr viel um Gedankenführung und diese Momente der Stille zwischen den Gedanken. Okay? Wir setzen uns entspannt, wo auch immer wir gerade sitzen. Der Atem wird langsam und ruhig. Vielleicht möchte ich einmal noch tief ein- und wieder ausatmen. Bis der Atem immer gleichmäßiger fließt und meine Aufmerksamkeit richtet sich nach innen. Alles Äußere wird im Moment unwichtig. Meine Aufmerksamkeit richtet sich nach innen, auf mein inneres Selbst, die Seele. Ich kann mir vorstellen, innerlich wie ein strahlender Stern zu sein, ein leuchtender Stern des Friedens. Und ich erinnere mich jetzt daran, dass meine ursprüngliche Natur Frieden ist. Ich, die Seele, bin in Wahrheit ein friedvolles Wesen. Ich erinnere mich daran und lasse diesen Frieden immer mehr auftauchen. Frieden breitet sich in mir aus und Frieden geht auch in jede Zelle meines Körpers
und in die Atmosphäre. Wenn zwischendrin noch andere Gedanken auftauchen, dann lasse ich sie einfach ganz sanft vorbeiziehen und fokussiere mich wieder auf mich, die Seele, das Licht in diesem Körper. Fokussiere mich auf den Frieden in mir und auf die Reinheit, die Weisheit. Ich lasse mir ein wenig Zeit, um diesen Frieden in mir zu genießen. Wie entsteht Gelassenheit, indem ich loslasse von Gedanken, die ich gerade jetzt nicht brauche? Loslasse von der Vergangenheit, loslasse von alten Vorstellungen und einfach ganz im Hier und Jetzt lande, meinem eigenen friedvollen Selbst. Ich bin Om, die Seele. Ich bin Shanti. Frieden. Diese Gedanken geben mir Kraft und stärken mich. Und diese Gedanken kann ich auch denken, wenn ich im Alltag Aktionen wie Bügeln oder in der Tram sitze, dann kann ich diese Gedanken auch denken. Und gönne mir diese kleinen stille Pausen, um die Erfahrung zu machen. Om Shanti. Und jetzt sind wir wieder hier. Alle im Frieden, in der inneren Kraft. Zumindest wird man bewusster, auch wenn noch andere Wellen dazwischen kommen. Das gehört alles dazu, weil darum dreht es sich, bewusst zu werden, was passiert da eigentlich alles in mir. Und die Momente, wo ich es geschafft habe, diesen Raum des Friedens wirklich zu spüren, diese Momente sind sehr, sehr, sehr kostbar. Und an die kann ich mich erinnern, wenn ich mal nicht so friedvoll bin, denke ich, wie war das nochmal? Was habe ich gedacht? Wie waren die Gefühle? Also das kann ich dann immer wieder abrufen, wenn ich es einmal erfahren habe. Und gut ist dann auch nicht auf die Zeiten zu schauen, wo ich das nicht so geschafft habe. Hier dreht sich es noch nicht um irgendwelche Leistungen, sondern um wirkliche Erfahrungen und zu verstehen, dass diese Momente, wie gesagt, die wiegen viel mehr als all die anderen Momente, wo ich vielleicht noch viele, viele andere Gedanken hatte. Weil die Erfahrung ist sehr kraftvoll. Manchmal frage ich die Leute nach so einer Meditation, so, was hast du erfahren, wie ist dir ergangen? Och, so ganz, ganz, ja, nichts Besonderes. Und dann frage ich, fühlst du dich wohl? Ja. Fühlst du dich friedvoll? Ja. Und dann mache ich dann bewusst, dass das jetzt normal ist und dass das auch natürlich ist und dass man das gar nicht als was Besonderes dann betrachtet. Aber man sollte sich in Momenten mal fragen, wo man mitten in irgendeinem Trubel ist, wo man sich freuen würde, diesen Moment zu erfahren. Deswegen frage ich auch immer, was hast du erfahren? So ein bisschen Frieden erfährt eigentlich jeder nach so einer Meditation. Ja, das war ein Schritt, ein praktisches Beispiel, wie man anfangen kann. Aber man kann in viele verschiedene Werte reingehen.
Raja Yoga heißt auch Yoga, heißt Verbindung. Und das dreht sich erstmal um die Verbindung zu mir selbst. Und es dreht sich aber auch um eine Verbindung, guten Draht nach oben, wie ich gerne sage. Weil das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Erfahrung, wenn man spürt, dass es noch eine höhere Kraft gibt und dass die ganz unbegrenzt ist und mir viel, viel Kraft geben kann. Und man fühlt sich dann nach und nach wie so ein Akku, der wieder aufgeladen wird und wieder neue Energie erfährt durch die Verbindung nach oben. Ich habe da hinten so einen Lichtpunkt hängen, kann man sehen. Das ist so ein bisschen die Vision oder die Idee der höchsten Quelle, kann man ja nicht wirklich darstellen, aber das ist einfach mal so ein Konzentrationspunkt, ein Lichtpunkt, wie man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wie ging es dir, Dietrich? Ja, das ist leicht an diese, das war leicht, diese Gleichgewicht, das war leicht, dir zu folgen, das war leicht, diese Aktivierung, dieses inneres Frieden. Und dann kam eigentlich, ist das der Wunsch, was alle Menschen haben, diesen inneren Frieden. Ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, nee, ich nicht oder so, ne? Also Jeder wünscht sich letztendlich das. ist das der Wunsch von allen. Ja, das geht sehr schnell, weil du es verkörperst und das, ja, das spürt man sofort im Körper. Vor allem die Tatsache, dass es ein leichter Zugang ist, leichter als wir glauben, weil es, wenn man sich darauf einlässt, sofort wirkt, ja. Ja, es heißt auch Easy Raja Yoga, weil es muss, man muss nicht, also wir machen keine Körperverrenkungen, das ist sicher auch gut für Leute, die jetzt Hatha Yoga machen, das hat viele Ebenen auch, aber jetzt hier im Raja Yoga braucht man das nicht unbedingt, also um Frieden zu erfahren. So, alles hat seine eigene Wohltat, aber hier im Raja Yoga ist das, um Frieden zu erfahren, nicht notwendig, ich muss keinen Kopfstand machen, ich muss auch nicht Riesenstrapazen durchführen, in die Himalayas gehen oder Stunden in Höhlen sitzen. Das ist alles nicht notwendig oder sich kasteien. Manche halten stundenlang Arm hoch oder es gibt ja alle möglichen Arten in Indien zum Beispiel. Es ist nicht kompliziert, es ist viel, viel einfacher, wie du gleich ganz richtig auch gesagt hast. So. Ja, aber hier die Leute Ist da. kasteien sich auf andere Art, ne? Ja, es ist wahr. Mit Burnout, mit Workaholic. Stress, mit Ja, nicht auf sich genau. hören, mit So ist es, ja. Anwaltsstreit und so weiter, ne? Genau. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ja. So, und für die wichtigsten Dinge. Das könnte was Wichtiges sein, wieder stressfrei zu sein, wieder im Frieden zu sein, Ängste zu besiegen. Und dazu gehört das Loslassen. Deswegen ist das ein gutes Thema, um anzufangen, diesen Weg zu gehen, ist innere Ruhe und Gelassenheit. Das ist ein sehr guter Anfang, wo man immer wieder zurückgreifen kann. Aber man kann natürlich auch in andere Themen tiefer dann auch reingehen. Aber das ist eine Basis, dieser Frieden, diese innere Kraft auch zu spüren, die dahinter liegt. Schön. Ja. Wenn jemand Fragen hat, gerne, also schreibt es im Chat. Ich weiß, dass es einfach entspannend ist und wunderbar. Und schreibt gerne eure Fragen. Natürlich ist auch möglich anzurufen. Also da gibt es dann also keine Techniken, so wie aktive Meditation oder Also Technik ist das, was ich schon so ein bisschen jetzt vorgemacht habe. Das heißt,
Die Technik ist, dass man lernt, seine Gedanken zu führen. Man braucht nicht extra eine Atemtechnik zu machen Okay. oder auch körperliche Übungen. Ich integriere das wohl manchmal, vor allem in Seminaren, dass wir dann auch mal durch den ganzen Raum gehen und Wahrnehmungsübungen machen. Aber das Raja Yoga an sich, da dreht es darum, seinen Geist zu trainieren und seinen Geist zu führen. Und wenn man tiefer sich damit beschäftigt, dann versteht man auch noch viel mehr, wie zum Beispiel die Seele funktioniert, wie funktioniere ich. Wir wissen ein bisschen, was wie der Körper funktioniert. Und selbst das ist schon ein riesengroßes Wunder, wie das alles so funktioniert. Aber die Seele ist noch das größere Wunder. Und da lernen wir im Raja Yoga auch etwas, wie der Geist mit dem Verstand zusammenarbeiten kann. Und dann kommt noch das Unterbewusstsein. Wir sprechen von drei inneren Organen der Seele. So der Geist, das ist so da, wo ich lenke, nicht? Also die Gedanken, die ich erschaffe. Aber ich erschaffe nicht nur Gedanken, sondern es blubbert auch ständig. Es kommt mir etwas in den Geist und das ist aus dem Unterbewusstsein. Und das andere, das ist wie so ein Steuerwerkzeug, wie ein Weichensteller, das ist der Intellekt oder der Verstand. Zum Beispiel, ich habe einen Gedanken, ich bin eine friedvolle Seele und der Intellekt hat dann die Aufgabe, das zu unterscheiden und zu entscheiden. Ja, da will ich lang. Also es ist eine Harmonie zwischen Geist und Verstand. Und zum Geist gehören auch die Gefühle dazu. Im Deutschen kommt es vielleicht nicht immer so raus, aber im Englischen der Mind ist auch das Gemüt oder der Geist, die Gedanken beinhalten ja auch Gefühle. Und all diese drei Organe kann ich steuern, König sein und wieder diese drei Kräfte in mir führen, damit ich mein Unterbewusstsein wieder neu füttere mit dem, was ich möchte, das wieder auftaucht. Und deswegen ist das so schön und attraktiv. Je mehr ich übe, umso mehr diese Wiederholungen prägen sich ein und dann wird es immer leichter. Und ich kann es eigentlich nicht mehr vergessen. Nur ich muss immer wieder anfangen zu verstehen, wer ich bin. Weil wenn ich nicht auf meinem Sitz sitze, wer ich bin, dann sind diese drei wie Minister, die machen, was sie wollen und der König schläft. Also das gehört mit dazu, dass man das dann auch lernt, seinen Geist zu kontrollieren, aber auch seinen Verstand aktiv einzusetzen. Weil es geht zum Beispiel ganz viel über die Augen. Wir haben ganz viele Eindrücke im Alltag über die Augen, über die Ohren. Und das wird alles gespeichert. Und wir können lernen, das zu sortieren. Okay, Bilder, die sehe ich zwar, aber ich muss nicht alles tief aufnehmen und mich nicht mit allem beschäftigen. Ich kann sagen, so wie ich Bilder wegklicke im Internet, da was ich nicht haben will, das klicke ich weg. Oder wenn ich einen Aufsatz mache, Sätze, die mir nicht gefallen, die klicke ich weg. So. Und so ungefähr kann man sich es innerlich auch vorstellen. Ich erschaffe, ich male mein inneres Bild und verstärke das immer mehr. Also das ist eine der Hauptmethoden, wieder den Geist, die Gefühle in den Griff zu bekommen und Erfahrungen zu machen, die mich darin bestärken, wo ich wirklich lang möchte. Je öfters ich Erfahrungen mache, die sind unvergänglich, die sind tief gespeichert. Und ich kann sie schneller wieder abrufen, wenn sie frisch sind. Also Übung macht den Meister. Und deswegen muss ich nicht nur sitzen. Das eine ist wohl, ich sitze und nehme mir extra Zeit, wo ich mal alles ausschalte, wo jetzt hier in dem Raum, da ist kein Mensch. Das Ganze, es gibt ja noch ein anderes Haus, da läuft dann das Leben. Und hier Türe zu, Ruhe, hier passiert jetzt was anderes, hier ist Zeit für mich. Und diese Auszeit sollte man sich schon nehmen. Weil wenn ich ad hoc mittendrin trainiere, das ist etwas schwierig. Ich muss es vorher geübt haben. Und dann schaffe ich es auch, wenn ich dann mittendrin bin oder etwas Unangenehmes kommt auf mich zu, dann
kann ich diese Erfahrung abrufen? Ah, so war das. Halt, stopp. Also das kann man sich auch immer wieder sagen, halt, stopp, Ruhe. Ich sage auch manchmal einfach Om Shanti innerlich. Das bedeutet, ich bin eine friedvolle Seele. Und dann pausiere ich. Manchmal im Gespräch mit anderen braucht man ein bisschen Mut, dass man diese stillen Momente aushält, im Gegenüber auch, dass man sich das erlaubt. Weil manchmal werde ich um Rat gefragt und ich antworte nicht einfach so drauf los. Das kann ich nicht. Und ein Rat ist auch meistens nicht ein Rat, sondern mehr auf den anderen wieder zurückweisen, sodass er selber seine Lösung findet. Aber dazu, um so aufmerksam zu sein und das Richtige zu sagen, brauche ich diesen Moment Stille. Manchmal braucht es Mut, dann den Moment auszuhalten, den der andere vielleicht kurzen Moment unnatürlich empfindet, aber dann lächeln, ja, das ist jetzt gut, dann kann ich auch richtig antworten. So, das ist dann auch so eine Methode im Alltag. Kleine Momente der Stille. Es geht natürlich nicht immer so wie jetzt, wo der Raum dafür extra geschaffen ist, dass man sich diese längere Zeit nimmt. Aber kurze Zeit kann sich jeder nehmen. Ja, ich dann weiß, haben wir natürlich auch... Ja, bitte. Mir ist mal passiert, ich wurde interviewt im slowenischen Fernsehen über Intuition, ja. Weil durch den EU-Beitritt hat das Land versucht... zu lernen. Ne? Und dann wurde eine Frage gestellt und wie ich gewohnt, habe ich auch erstmal, okay, kurz nach hinten. Und die waren fast erschrocken, die haben gedacht, ich habe keine Antwort. Mir haben die das gesagt. In diesem Zwischenraum sind alle Ängste plötzlich der Leute, etwas nicht zu wissen, hineingeflossen. Ne? Da habe ich die genommen und gesagt, wunderbar. Ja, ich fühle, bevor ich antworte. Ne? Ja. Gut, und du bist im Raum Frankfurt? Ja, ich bin in Frankfurt. Und das, was du jetzt anbietest, oder was bietest du an? Hast du eine Praxis? Bietest du Meditation regelmäßig oder Gruppen oder Einzel? Wie kann man sich an dich wenden? Ja, das eine ist, wir sind hier, ich lebe hier in einem Raja-Yoga-Institut in Frankfurt. Das ist in Eschersheim, und also in der Lindenau, wenn die Adresse bekannt werden soll. Und da kann man jederzeit kommen. Dort sind verschiedene Lehrer, wir sind ein Team und wir bieten die reine Meditation an, aber auch Vorträge mit verschiedenen Themen und zum Beispiel auch stressfrei leben oder Ärgermanagement, oder demnächst haben wir auch ein Umweltthema. Da kommen auch Leute von anderen Städten. Ich glaube, das ist am 15. Ich habe leider jetzt kein Programm da. Man kann auch im Internet schauen. Ja, was ich noch mache, ich biete auch außerhalb, da gibt es in Frankfurt einen kleinen interessanten Art Laden, der heißt Glück ist jetzt. Und da wurde ich gefragt, ob ich da nicht auch was anbieten könnte in Richtung Meditation. Und da gibt es jetzt donnerstags immer die Mittagsmeditation von 1 bis 2.
im Baumweg Nummer 20. Das ist jeden Donnerstag, da kann man auch hinkommen. Und hier kann man jeden Abend, da ist von 6:30 bis 7:30, ist immer offene Meditation, kann man jeden Tag kommen, das ist mehr still. Und Montag, da biete ich dann noch einen speziellen, wo man Meditation lernen kann. Da ist von 7 bis 7:30 wird immer so ein Kommentar gesprochen, so ähnlich wie jetzt. Und danach ist von 7:30 bis um 8:30 ein Gesprächskreis. Das heißt dann Raja Yoga im Alltag. Und das ist immer sehr interessant. Es ist immer eine kleine, schöne Gruppe da mit sehr, und das, ich lese immer ein bisschen was vor, was anregend ist für irgendein Thema. Und dann ist das offen für den Gesprächskreis. Und das macht mir selber Freude. Und ich bin dann auch einer von allen und bin genauso offen wie die anderen. Und das macht mir Freude und den anderen auch. Und das ist was Schönes. Ja, so gibt es verschiedene Dinge, die ich anbiete. Und gibt verschiedene Dinge, die andere anbieten. Zum Beispiel positiv denken oder kreative Meditation, wo man dann auch PowerPoint-Bilder mit rein integriert. Dann auch, wie gesagt, Themen, Filme wie Leben nach dem Leben und so weiter. Also man kann ganz vieles hier machen. Manchmal mache ich auch, das nennt sich ein Tag für mich, das biete ich dann in verschiedenen Städten an. Das war mal so eine ganze Serie. Und das hat mir auch große Freude gemacht, mal so anzubieten, hey, nehmt euch mal eine Auszeit von machen, machen, tun, tun, einen Tag für mich. Und ich sehe noch, da war ich in München, da war dann so ein Geschäftsmann, der am Anfang so ein bisschen verlegen war. Ups, wo bin ich denn da jetzt? Und da gab es auch Bewegung und und Stille, also ein schönes Mittagessen und jeder bekam eine Rose am Anfang und das war wirklich sehr schön. Und viele haben, ja, das war ein Tag für mich. Das ist auch ein sehr schönes Projekt. Ein schöner Name, ein Tag für Dann, mich, ne? Ja, wunderschön. ja, Ja. genau. Ja, so. Mir fällt dann auch immer wieder was Neues ein, weil ich selber auch sehr gerne kreativ bin und das Raja Yoga ist nicht einseitig. Da hat man ganz viele, viele Möglichkeiten auszuprobieren. Es dreht sich ums Leben. Also gerne, wir haben eben jeden Freitag die Kundalini-Meditation, das ist eine Osho-Meditation. Wenn ihr regelmäßig einen Abend anbieten wollt, auch live, wenn es geführte Meditationen sind, wo du zu sehen sind und die anderen nicht, gerne. Ne? Es ist schon einiges möglich, weil du spürst es in dieser Form, wie wir das jetzt machen, ist der Raum erweitert. Ist nicht nur den Raum, wo wir sind, sondern spürt man einfach diesen erweiterten Raum. Ne? Ja, das ist schön. Ist auch interessant, dass das auf mich zugekommen bin, wo ich ein paar Tage vorher so Gedanken hatte. Wow, es ist so schön, einfach in das Geben zu gehen und möglichst vielen Menschen das zur Verfügung zu stellen. Und ja, dann kam das einfach auf mich zu. Und insofern hat sich das heute ergeben. Und wie geht es dir jetzt Gut. gegenüber die andere Meditation, das jetzt in diese Form zu machen? Wie fühlst du dich? Oder was ist anders? Oder was hast du wahrgenommen? Du meinst, was ich früher gemacht hatte in anderen Formen, Nee, bevor ich Raja Yoga machte, oder was meintest du? nee. Nee, jetzt das in dieser Form zu machen, in der Live-Sendung, öffentlich. Und wie Ah wenn du ja, das im okay, Institut verstehe. machst, ne? Hast du einen Unterschied bemerkt oder ja? Es ist ein Unterschied, aber wir haben ja auch manchmal auch Telefonkonferenzen oder Skype-Konferenzen und da kenne ich das. In diesem Rahmen, dass es einfach toll ist, wenn man mit Amerika telefoniert oder einfach mit anderen Menschen aus anderen Ländern auch. Also dieses Gefühl kenne ich schon, aber jetzt direkt die Meditation anzubieten, das ist neu heute und ich glaube, das würde mir große Freude bereiten. Ich spüre, dass, ja, du hast es schön ausgedrückt, du bist erfahren da drin. Es gibt einen größeren Raum und das.
macht mein Herz auch. Es ist, ob mein Herz sich dadurch auch dem öffnen kann, für was es bestimmt ist. Weil eben So hier, fühlt sich's an. ja, hier weißt du nicht, wer schaut. Ne? Das ist immer, Keine Ahnung, wer. wovor Ich manche sehe nur dich und ich sehe dich im kleinen Bildchen. verunsichert. Ne? Ja, okay. Ja. Ja, wunderschön. Eben, für mich ist jetzt, fühlt sich rund an. Also gerne eine Regelmäßigkeit. Wenn das für dich auch ein Medium ist, ne? Ja. Gibt es noch eine Meditation zum Schluss oder? Ja, das können wir gerne machen. Das mache ich im Live auch immer, dass es noch eine kleine Abschlussmeditation gibt. Das können wir machen. Ein Gerne. paar Minuten. Okay. Gut. Meine Gedanken gehen noch einmal nach innen. Dieser Abend, wie auch immer er war, ich lasse ihn so stehen und freue mich daran. Und nun geht meine Aufmerksamkeit wieder ganz auf mich, auf mein inneres Selbst, um dann später und auch morgen, die nächsten Tage, wieder die Kraft zu haben, all meine Aufgaben zu erfüllen und mich auch dort an diese innere Ruhe, die innere Kraft, die innere Weisheit zu erinnern, um dann auch in meinen Handlungen ruhig und gelassen zu bleiben. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Seele bin, ein geistiges Wesen. Ich erinnere mich an meine innere Schönheit. Meinen inneren Frieden und daran, dass ich Licht bin. Und in diesem Lichtsein bin ich auch geöffnet für die Kraft eines höchsten Lichtes, einer höheren Kraft, wo unendliche Liebe zu mir strömt. Und ich lasse das jetzt zu, dass ich von Liebe und Frieden erfüllt werde. Ich, die Seele, nehme diesen Frieden, diese Liebe auf. Und dies werde ich dann auch in meinen Alltag nehmen. Und wenn ich heute Abend schlafen gehe, nehme ich mir vor, mit liebevollen und friedvollen Gedanken einzuschlafen, um morgens auch wieder mit liebevollen und friedvollen Gedanken aufzuwachen. Om Shanti. Om Shanti. Das heißt, ich bin eine friedvolle Seele.
des Om Shanti sagen wir auch als Gruß. Und so grüße ich dich jetzt auch damit, Om Shanti. Dankeschön. Auf Italienisch sagt man Ciao. Ciao. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank für deine Größe, für deine Tiefe. Danke, dass du uns beschenkt hast. Dankeschön, Gudrun Bader. Danke für diese wunderbare Gelegenheit. Om Shanti. Ja, ich bin auch still und jetzt startet das Autopilot und die Aufzeichnung, die Wiederholung wird dann in circa eine Stunde hier zu sehen sein. Danke an Klaus von Lebenstreffen für die Vermittlung. Danke, Klaus.